So, dann machen wir den Stream mal an. Ich muss sagen, wenn der an ist. Mac, Werbung! Du musst die Werbung ausmachen! Ja, du kannst das Ding ruhig laufen lassen, damit du das Bild siehst. Ist halt nur, dass du einen Ton ausmachst. Ne? Sorry. Stream läuft, wir sind online. Sehr schön. Meg ist auch schon da. Ich glaub, hast du dieselben Einstellungen wie gestern? Ja. Irgendwie kriselt's da ein bisschen. Ja, ist drüber. Aber bei das gleiche wie gestern, nichts anderes. Wahrscheinlich liegt es dann wieder an Twitch. Möglich. Hattest du Nacht aufgehört, ja? Nee, kann ich mich, weiß ich nicht. Gleich nochmal vom Haus runterrennen, weil ich ein Schlauberger bin. So, dann wollen wir nochmal gleich weitermachen. Day 2. Naro, könntest du nochmal tweeten? Ja. Also wie gesagt, wenn es kacke wird oder so, kann ich es nochmal probieren, die Dings ein wenig höher zu machen. Hi, Erwin. Ich bin doch schnell die Maske dem Kleinen verkaufen und dann zum Zorrareich. Ich hoffe, ich krieg den kleinen Bangel noch. So lang Tag ist, kriegst du noch. Dann machen wir schnell wieder Tag und Nacht, dann rennen wir zum Zorro reichen, dann geht's weiter in Jabus Bauch. Da komme ich ja noch nicht hin, da kommst du doch erst hin, wenn du erwachsen bist, weil du brauchst ja das Eis. Ach so, ja. So. Ach, wie oft muss ich denn eigentlich noch mit dir schwatzen? Er will die Maske nicht annehmen. Das ist Navi 2. Oder wollte jemand anderes diese Maske? Danken wie ein Sieb. Meint er jetzt Mac? Wahrscheinlich Mega. Den musst du ja noch ein bisschen lauter machen. Ah, oh, Meg ist auch auf volle Lautstärke.
jetzt haut er mir auch noch die Ohren weg. Ich hau dir deine Ohren weg. Wer wollte jetzt nochmal die Maske? Vielleicht kopiere ich bald einer. Möglich. Ist Horror-Kid? Ja. Welches das einzelstehende, oder? Okay, dann nehmen wir die Abkürzung vom Zorrawald. Deine Schwester jetzt wieder. Die kommt gleich. So, wir gehen online, Mac, also pass auf, wenn sich dein Ding wieder anmacht, dass du es ausmachst, ne? Warte. Also wieder www.youtube. Bla bla bla. Ja, nach Twitch will ich erstmal dann halt noch Amazon gucken und dann danach. Da ist wieder Pimp Knight, der meine Idee geklaut hat. Aber okay, ich habe ihm dafür einen Plus gegeben. Normalerweise gebe ich einer Person dann immer ein Minus, aber als er ist, gibt er ein Plus. Meine, der hat dann sagen wir das schon durchgesetzt, aber. Wie gesagt, so habe ich nicht gestern erzählt, das mit Montaro und ja, ich habe dir jetzt mal den Link gepostet. Du brauchst nicht ins Video zu gehen, einfach hier im Chat. Wie gesagt, ich bin der. Ich hatte die Idee zuerst mit Montaro und Akani. Heroes geht eigentlich nicht los, es geht eigentlich weiter. Wir hatten gerade einen Internetausfall. So, jetzt hoffen wir mal, dass Nara auch bald mal nahe beikommt. Dann können wir Day 2 starten. Und wie ich gesehen habe, habe ich nicht gespeichert. GG an mich. Naja, können wir in den Wald gehen und mit meinem Typ die Maske gegen den Kopf knatschen. Haben wir eigentlich wieder ein Holzschild? Nee, das hab ich ist mir verkokelt. Na, deswegen frage ich ja, wenn wir wieder eins kaufen. Nein, das gibt's günstig bei eBay. Ja. Oder wir hacken uns so ein Schild, weißt du, aus den Schildern, die da rum sind, und machen daraus uns wieder eins. Wir hacken so ein Schild kaputt und bauen uns daraus ein Schild. So. Wo waren das jetzt? Da ging es weiter. Es war doch irgendeine andere Abgrenzung, wo man lang gehen musste. Ne, da war es nicht. War das nicht gleich beim Anfang und bei der Gegenrichtung? War das gleich beim Anfang? So, ich bin wieder da. Heißt das statt rechts, links oder so? Da konnte ich mich auch erinnern, aber war das halt, wo man dann erwachsen ist. Nee, das müsste eigentlich. Ah, doch da. So, bevor mich der Typ abschießt, auf das Ding drauf. Genau, links. Genau. Ich dachte, der zockt aber einen ab. Yeah, ein Herzteil. Dass deinen Namen trägt. Keine Panik, mein Freund. Wir können das Outfit richtig schön machen. Ah, ich verstehe, dann lackiert er die Maske um und hat dann die Majora-Maske.
Nee. Ich weiß, es ist seine eigene, aber trotzdem. Ja, und ich muss jetzt 10 Euro Miese bezahlen. Also 10 Rupies. Doof. Halt! Zurück! Da kann ich gleich zu den Zorras. Wenn ich so weit tauchen kann. Let's find out. Was bist du eigentlich? Denk dran, ich kann nur bis 3 tauchen. Nee. Ich brauche erst die Schuppe. Ja, die Schuppe kriegt man, glaube ich, sogar beim den Voraus. Die silberne und die goldene. Nee, nee, die silberne kriegst du beim Angeln. Glaube ich, war's. Nicht bei diesen Zoras. Nee, du kriegst deine erste Schuppe beim Tauchspiel. Ja. Deine zweite Schuppe kriegst du, glaube ich, dann beim Angeln. Mehr gibt's ja nicht. Und die finale Schuppe gibt dir dann der alte Mann, glaube ich, oder irgendwas anderes dafür, wenn du bei ihm in seinem komischen Becken dann runtertauchst. Eisenstiefel. Nee, ohne Eisenstiefel. Tauchen. Du musst tauchen, du darfst die Stiefel nicht benutzen. Ich hab 10 Rubi miese gemacht. Bei irgendjemand halte ich wieder. Bei mir kann es nicht sein, weil ich dich ziemlich leise habe. Ich glaube, es ist Mac. Hm? Muss die Ann-Kathrin noch ein bisschen leiser bei dir machen. Das hatte ich ja eigentlich auch gestern schon gemacht. Nutzerlautstärke oder wie? Ja. 40%. Mach mal runter auf 28. Bei dir. Kannst du dann immer noch gut hören? Dann sollte sie nicht mehr so zu hören sein bei sich selbst. Hurra! So, dann wollen wir mal die miese Maske abgeben. Dafür kriegst du ja dann die Geistermaske, die du dem Kind geben musst. Ja, ab dann wird mein Gedächtnis ein bisschen schwummrig. Ich weiß nämlich nicht mehr, wer die Zora-Maske und so haben wollte. Ich weiß nur, die Hasenohren wurde der Lauftuppi. Mhm. Aber die kriegt man ja erst ganz am Ende. So, die Untotenmaske. Die sind so mit deiner eigenen Verwendung dann da. Die musst du niemandem mehr geben dann. Wenn du das mit den Hasenohren hast. Das weiß ich doch. Am wichtigsten ist mir die Maske der Wahrheit. Warum gehst du zum Schloss? Weil ich das hier mit der Tag-Nacht schneller machen kann. Weil ich da nicht immer diese Animation kriege, dass ich irgendwo rauslaufe, weißt du? Also. Hallo? Wollt grad sagen hier. Hat sich verspätet. Eigentlich könnten wir ja nochmal probieren, ob wir nicht mehr Dinger kriegen, Nüsschen. Hat zwar gestern schon richtig schlecht funktioniert. Sich Skolas erschienen. Es funktioniert, glaube ich, in der Variante gar nicht mehr. Schade. Na komm. Muss mich eh erst wieder einschießen. Ja, ich schieße wie eine besenkte Sau. Kann man jetzt schon vergessen. Ja. Ja,
Das Problem ist, ich muss mich da halt immer einschießen. Sonst funktioniert ja, das nicht. Genau, und gegen die Bimotan kämpfen. Aber immerhin hast du ihn mehr Schaden verursacht mit dem Spiel. Heißt, ja, gestern hat es geschafft. Spiel kostet 20 Rubine und du hast ihm einen 50 Rubine abgeschossen. Hat einen Verlust von 30 Rubinen gemacht. Verdammt. Ah, wir hätten es fast geschafft. Schon. Nein! Letzten verkackt. Ja. Ich wackel wieder zu euch. Böse Emote. Okay, jetzt habe ich drei verkackt, jetzt kriege ich kein extra Spiel mehr. Ein 20er musste ich ja noch haben. So, jetzt ruhig bleiben. Hab's in Haut. Aber zur Not gehe ich wieder die Vasen kaputt machen, das ist nicht das Problem. Ja, zu früh. Ich hab nur den einen verfehlt! Wow! GG. Also offensichtlich, diese Stadt kann mit Geld nicht umgehen. Wenn sie ein Zahlungsmittel als, zerstören... Als Ziel missbrauchen. Genau, als schon Ziel. Wieder den in der Mitte verkackt. Habe ich noch einen 20er? Natürlich, mir fehlt ein Rubin, wie immer. Ich hab das gleich. Deswegen gibt es immer 99 Rubinen in der ersten Tasche, um sich später zu ärgern, dass man keine 100 Rubine hat. Ja, ich glaube aber rein theoretisch, Wind Waker ist das Spiel mit den wenigsten Rubinen, die du sammeln musst. Nee. Wieso, in Wind Waker kannst du nur bis 5000, in Ocarina of Time bis 9999. Ja, aber in Wind Waker, da musst du öfter Geld bezahlen, trotzdem. Ich weiß, aber du kannst halt nicht so viel sammeln. Aggression gegen Pette. Ja, bei Wind Waker gibt's schon Inflation wegen den Rubinen. Ist doch alles abgesoffen, ist doch nichts mehr wert. Obwohl, Haus mit mehr Blick. Ja, die Hauspreise sind spottbillig. Ich glaube eher weniger, weil ja wenig Land da ist. So ein Schiffshaus oder sowas. Das wäre wahrscheinlich eher am billigsten. Sagt das nicht. Warum? Was glaubst du, was Terry alles für Reparaturkosten und so bezahlen muss, wahrscheinlich? Aggression gegen Pötte! Nieder mit den Vasen!
wieder mit dem Wagen. Du machst Hyrule noch ärmer, als es ist. Wieso? Ich beschütze es vor einer Vaseninvasion. Aber Vasen geben einen Rubin und kosten zwei. Genau. Ja! Verstehst du nicht? Das ist mein Geschäftsgeheimnis. Somit verliere ich mein Geld. Das ist eigentlich eine Kategorie, warum Hyrule untergegangen. Zu teure Vasen. Es war eigentlich gar nicht Ganondorf, es war einfach irgend so ein Rotzbengel, der die ganzen Vasen ständig kaputt gemacht hat. Ein anderer Rotzbengel, der genauso aussah, der dann die Vasen verkauft hat. Letzten Endes konnten die keine Armee leisten. Hm. Ungefähr. So, Dickerchen. Ziel wieder wie ein Hornochse. Ja, komm, das gibt's noch hin. Oh, schon wieder einen verpasst. Oh, wieder einen verpasst, schon wieder verknallt. Was tust du? Das ist sein Geschäft ruinieren. Jetzt habe ich sogar drei verknallt, weil ihr mich durcheinander gebracht habt. Jetzt bauen wir es wieder. Naja, auf meine schlechten Skills kann ich es nicht schieben. Die kennt jeder. Ah, Gott sei Dank. Und zack. Oh, oh. By the love of everything. Schon. Die Ziele haben einen insgesamten Wagen. Nein! Über zwei Rubinen. Oh. So close! Ja, sehr close. Wow, jetzt schieße ich wieder wie ein besoffenes Huhn. Ja, ich hab's verkackt. Ich schieße wieder wie ein besoffenes Huhn. So. Einmal ihm 82 Rubine Verlust zu früh. Wow, ich schließe schlechter als wie damals. Respekt an mich, ey. Nee, das macht die Wehmauschen Steuerung. Könnte gerade heulen. Wieder nicht gepackt. Mhm. Was macht da für Zeug? Ich muss mich konzentrieren. Oh, wie? I call Hex. Ich auch.
2 Stunden später. Die ganze Stadt ist. Die ganze Stadt ist pleite, weil ich die ganzen Pötte kaputt gemacht habe, weil ich hier spielen will. Am Ende brennt Ganondorf alles der Eder, nur diese Bude spielst nicht so weiter. Ach Manno! Ja, da brauchen wir gar nicht mehr den Tempel, man muss ja nur. Wie, ich hab schon wieder nur 19. Die 7 Jahre abwarten. So. Soll ich mir noch ein klein bisschen Geld und dann probier's nochmal. Wenn ich's wieder nicht schaffe, dann probier es am dritten Tag, ganz ehrlich. Schleuder of Time. Es ist eine Geldschleuder, es ist so. Außerdem ist es richtig kacke zu zielen, wenn du schwitzige Hände hast. Dann guckst du mal an der Rosa oder so. Aber du weißt doch, ein richtiger Streamer hat keine Hosen an. Ja. Dann halt am Oberteil. Warte, nee, wait. Ein richtiger Streamer ist eigentlich nackt. Genau. Dann hol dir ein Handtuch. Du bist nur nicht nackt, wenn du eine Webcam an hast, wie es so schön heißt. Ja, aber auch nur oben rum, weil Twitch das verlangt. Ja. Und wenn du aufstehen musst, machst du die Webcam aus. Genau. Weißt du, ich find's einfach so cool, dass der Typ gar nichts dazu sagt, dass ich eine Aggression gegen die Pötte entwickle. Er ist selber Depri. Genau. Sein Leben macht einfach keinen Sinn. Er sieht nur noch Pötte. Zuzugucken, er amüsiert ihn vielleicht etwas. Und er denkt sich auch so, mach Hyrule pleite! Okay! Eigentlich gehört er zu Ganondorf und unterstützt mich in meinem Vorhaben. Danke! Genau. Ich glaube, wenn man ihn anspricht, sagt er sogar was mit Rasenzeitdeppern. Ja, da ist Geld drin. Was man wissen sollte, hier werden die Vasen der ganzen Stadt gelagert. Hab ich schon mal erwähnt? Das ist ihre Aktieneinlage. Ja. Nicht mehr lange. Then now came the Hero of Rhyme. Wait, what? Nein, falsch. So, Kinders der Stunde, jetzt gucken wir doch mal, ob wir den Scheiß nicht hinkriegen. Wird doch gelacht. Icon-Hex. Freue mich schon aufs Bogenschießen, das kann ich besser. Zu tief. Immer noch zu tief. Immer noch zu tief. Ah. Gott. Ach Gott, was mache ich denn jetzt schon wieder? Scheiße. Ja, ich hab's schon wieder verkackt. Wie heißt es schön? Two times is the charm. Ja, die Emery weiß auch nicht, was sie macht. Außer Scheiße. Nein, sie will halt Hyrule wirtschaftlich in den Ring treiben. Nein! Wie hat der wieder nicht getroffen, ey? Der war perfect placed. Icon Hex. Ja, die Schleuder ist verflucht. Ich merk's auch gerade. Ich call Ex immer noch. Das war knapp. Und den so. Und den so. Wow. Ich habe um 2 mm verfehlt. Jämmig.
nicht die nur verfehlen! Zwei verfehlt. Drei verfehlt. Kannst vergessen. Versuch's morgen nochmal. Morgen wird Hyrule nicht mehr existieren. So ungefähr. Um ehrlich zu sein, stimmt ja eigentlich auch, weil wenn sie jetzt heute den Wassertempel macht, naja, den Dungeon Jabu-Bauch-Dings. Falls wir dazu kommen. Oh, schon wieder Doppelhex, ey. Arschloch, kannst mich heute mal am Arsch lecken. Jedes Mal richtig gezielt, jedes Mal richtig geschossen und fünfmal daneben gehauen, das ist doch nicht wahr. Ich lecke ich ja auch, ich mach's nicht nochmal. Das war Majora's Mask, da gibt's auch so Schussspiele, die sind noch etwas schwieriger. Geht gerade die Sonne auf oder unter? Auf. Sonst wären hier mal überall und Toten, ne? Hm. So, dann schwimmen wir mal gegen den Strom an. Du kannst eigentlich nur an der Seite langlaufen, ne? Könnte ich auch, ist aber langweilig. Da wärst du aber schneller. Spoink. Schnelligkeit wird überbewertet. Gestern haben wir uns sogar. Nein! 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 Ich hab eine Bombe in der Hand und er hat mich aktiviert! Nein! Ich werde explodieren! Ach, die Eule. Ja. Wenn ich jetzt explodiere, wisst ihr warum? Witzig wärst du, während du bei der stirbst und redet sich da so voll, weißt. Ja, und dann so, die Jugend von heutzutage hört gar nicht mehr zu. Meine Bombe ist gerade explodiert, ich habe 0 Herzen verloren. Die ja mich. Denn I'm the King. Hallo Akbar! Ist wahrscheinlich so eine Absicherung, weißt du, wenn man so ein halbes Herz hat und dadurch sterben würde, dass man noch nicht so in diesen. Dieser Frequenz, Sequenz hängen bleibt. Dass man halt dann keinen Schaden mehr leidet. So. Findest du immer nur doof, dass man von dem immer nur eine kaufen kann? Ja, er will ja immer seine Preise erhöhen. Weiß jemand nochmal, welches Lied man den Froggen vorspielen musste? Ich glaube so ziemlich alle. Aber es waren, glaube ich, keine Dungeon-Melodien. Ah, ich habe ganz vergessen, ich hätte das Chicken benutzen müssen. Und tschüss. Ei, ei, ei. Ich dachte, man kann da rüberspringen. Tut mir ja leid. Als Erwachsener, glaube ich. Aber nicht als Kind. For the glory of chickens! No. Danke, Chicken. Komm, Mint, ich brauch das Chicken nochmal. Ja, Bushido. Nein, Chicken, du dämlich! Camilla. Oh, Camilla. Nur wegen den Boobs. Die ist an sich auch nicht schlecht. Die wird dann dauernd. Ich weiß, dass er nicht schlecht ist. Das Chicken einfach. Gute Arbeit, Chicken. Gut gemacht. Voll verarscht, ey. Moment, hab ich nicht eigentlich alle normalen Lieder schon? Wie viele normale Lieder gab's? Es gab auch noch die Hymne des Sturms. Die hast du, glaub ich. Ja. Ah, verdammt.
Jetzt gackert mich das Chicken aus. Ich glaub's doch, sagt er jetzt hier. Schlacht dich einfach aus. Ja, später willst du dich umbringen. Du kannst keinem heimlich. Sie dich psychisch fertig machen. Ja, ich glaub nicht, dass die Chickens heimlich still und leise angekommen. Sind schon Ninja Chickens. Ninja Chickens. Also fällt mir ein Lied für die Froggens. Ah ja, bei den einen YouTube-Video gab es wirklich einen Ninja Chicken. Hat sich dann für Naruto gehalten, um ihn fertig zu machen. Der Knall. Genau. Gab das Goku Chicken, das Death Note Chicken und das Naruto Chicken. Der schon einen Schattendoppeldinger vorbereitet hatte. Geil. Ja. Das Beste ist das Chicken mit der Sonnenbrille drauf, was dann so richtig so. Wack! Wack! Badass Chickens. Ja. Ich höre ein Skulltula und weiß, dass ich nicht dran kann. Weil du kannst dran. Senk doch da an der Leiter. Ich komme vielleicht noch gar nicht zu der Leiter hin? You know what I mean? Warum kommen sie da nicht hin? Weil man da noch nicht hinkommt. Außerdem hängt es, ich glaube, der hängt so dran, dass ich gar nicht hochklettern könnte. Du sagst, ich könnte sie nicht mal richtig abschießen. Los geht's. Ach stimmt ja, hier muss ich auch noch Feuer machen. Gott, ist das eklig. Mac, hast du eigentlich alles schon von Dings durchgespielt? Von Fire Emblem? Ja, alle drei Pfade habe ich durchgespielt. Und wie gesagt, bei den beiden Pfaden, wo man Kamele hat, hat mir die Kamele am meisten gebracht. Ist so. Weil die hält wenigstens auch noch was aus. Ich weiß, es ist einer der stärksten Charaktere, glaube ich, im Spiel. Du musst dir erst die Schuppe holen. Felicia Best Waifu. Es geht ja hier nicht um Waifus. So, gleich aus. Ja, ich denke schon, dass von Mac Camilla Waifu ist. Wie gesagt, bei der einen Variante ist eine Superhexe geworden. Steck den Stab bitte weg. Okay, wo war die letzte Fackel? In der Wasserfall. Gut. Ah, verdammt, ich war zu langsam. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Standard da genommen. Also die ist nicht. Wie hieß das? Aber wir kriegen das hin. Entschuldigung, Link, nimm mal ein bisschen Feufei mit. Welche Geschichte fandest du am besten? Da, wo du Noir gespielt hast, wo du Shino gespielt hast, oder? Offenbarung. Offenbarung. Für mich ist ja eigentlich auch die Offenbarung das wirkliche Ende. Ist es ja auch das wirkliche Ende. Weil das ist eigentlich immer so ein schlechtes Ende ein bisschen. Wobei auch bei der Offenbarung jemand stirbt so in dir. So ist nicht, das ist immer Tote. Ja, ich weiß, es ist Fire Emblem, glaube ich. Bei Fire Emblem gibt es immer einen sexistischen Charakter. Pass auf. Deswegen muss deine Kamille her. Wow, mir fehlt noch ein Herzteil, dann haben wir einen Herzcontainer. Hätte ich das Hühnchen nicht verarscht, hättest du den jetzt schon. Ich weiß. Ich würde mir nochmal den Fisch mitnehmen. Kann ich nicht. Das ist ja auch so cool. Ich glaube, man kann den Kerl sogar in eineinhalb einer Runde fertig machen. Den Takumi. Kann man auch. Ja, habe ich glaube ich auch dann gemacht gehabt. Das konnte man sich bei Phoenix Master angucken. Naja, ich habe es sagen ein bisschen unerstandardmäßig gemacht. Ich habe halt da eine Balliste auch noch dazu benutzt.
Heißt, Ballistik ist auch mal noch drauf geschossen. Oder? Ja, das war aber abzusehen. Dass sie genau das Gegenteil ist. Ja. Ja, generell, so fast die ganzen Geschwister sollen ja so das Gegenteil zueinander darstellen. Nur die ältesten Brüder und, ich glaube so Takumi und Dings, die haben einen sehr ähnlichen Charakter. Nur bei den Mädchen ist es halt so, dass die halt also genau den anderen Dings haben. Wo rennst du denn lang? I need Rupees! Eieiei. Da sollte man, glaube ich, gegen die Laser die Steine verwenden. Man so sparen kann durch die Drachensiegel. Und dann seine eigenen Truppen da verstecken. Um ehrlich zu sein, geht die Runde gegen Takumi so, du schickst deinen Lord nach vorne mit seiner Begleitung. Klatsch Takumi, benutzt dann diejenigen, die porten können, schickst ihn nach vorne, rufst dann Asura nach vorne. Dir trällert ein Liedchen und dann kannst du nochmal angreifen, Ende. Ich hab's anders da gemacht. Ich hab alle in denen, die ich brauche, in Position gebracht und dann gemeinsam drauf geklatscht. Hallo Black. In einer Runde den fertig zu machen halt. Weil er sonst halt mit seinem Partner wechselt. Hi Black. Ja, aber das war halt das, was ich gesehen habe, dass du halt dein Dings nach vorne schickst, der klatscht ihn erstmal. Dann schickst du die Dings so weit nach vorne, die teleportieren können. Teleportiert Asura nach vorne. Asura tut singen und dann klatscht nochmal mit deinem Lord drauf und dann ist sowieso Takumi-Geschichte. Takumi. Black ist endlich zu Hause. Und kurz vor 9. Jetzt wird's lustig. Allerdings ist das nicht so schlimm wie das Scheißspiel mit der Dings. Genau, ich habe Shigora zur Balliste gemacht. Das war lustig. Niemals hungrig in ein Lebensspiel. Oh, schon das noch leben. Oh, ja. Wie gesagt, die Lords wie Sander. Ich weiß nicht, wenn ich in den Lebensmittelladen gehe. Und Trioma habe ich gar nicht halt eingekauft. Also, wie gesagt, wenn ich in den Lebensmittelladen gehe, kaufe ich nur das, was ich brauche und der Rest interessiert mich gar nicht. So. Du. Ich dachte Omega Rubin. Nein, ich wollte doch nicht nochmal spielen. Okay. Jetzt wird's lustig. Das schaffe ich nicht. Der Tools slow oder was? Was ist denn heute mit der Remote los? Funktioniert nicht.
Sag ich doch. Nicht geschafft. Nee, knapp verkackt, weil du brauchst dafür die bessere Schuppe. Hä? Ich glaube, ich hab das halt ohne die super Schuppe hingekriegt. Das kannst du auch hinkriegen, aber ich bin einfach geistig und körperlich beschränkt dafür. Nee, das ist wegen dieser scheiß Wiimote. Zumindest der Controller denkt, er wäre eine Wiimote. Da ist der Robin, du. Hol dir die Flasche, die Flasche. Ich weiß, ich brauch die Flasche, ja. So, wer hat Lust auf Angeln? Ich. Ich mag den Heilersee, Entschuldigung. Ach ja, nichts zu erleben. Na komm, jetzt lass mich doch mal hoch. Danke. Es war ziemlich weit in der Mitte angeln, glaube ich. Jupp. Um den größten Fisch zu kriegen. Ich weiß, wie das funktioniert, mein Herr. Danke. Ich besitze leider kein Zwirklob. Nee, ich hab's anders da genannt, aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist Voraussetzung, Zuschauer bei uns beiden zu sein, mega gute Spitznamen zu geben. Bei mir kann es etwas dauern, aber dann habe ich den super Spitznamen. Weil wie gesagt, ich bin etwas traurig, dass der eine mir die Idee geklaut hatte mit dem Montaro und Arcani. Ach, Leroy, please. Du hast doch mal unterschiedliche gute Namen geben. Genau wie Arcanis. Ja, wenn du nicht wackeln, musst du ein bisschen wackeln. Ja, da hat der Fisch ja kein Interesse. Los, wackeln noch ein bisschen. Wackeln ein bisschen. Jetzt habe ich zu viel gewackelt. Ich muss mal gucken, was ich für so Spitznamen habe. Wartet mal. Fangen wir mit Y an, das sind meine guten Karten. Oh, scheiße, mein Klingo ist drin. Bis gleich. Xabluchan. Aber wenigstens weiß sie jetzt, wo er ist. Muss ein bisschen bewegen. Wegen. Muss interessant sein. Du bist der Köder. Wackel ein bisschen rum. Ja, dann probieren wir es B wackeln. Da hatte ich noch Fates drin. Alpha Saphir sind sie nicht drauf. Jetzt habe ich meine Y irgendwo hingeschmissen. So. Ich habe zwar auch Alpha Saphir. Nee, gerade nicht. Wir sind ja jetzt schon drei Leute und es wird langsam ein bisschen langsam. Ich muss mich mal kurz umstellen. Ich stehe einfach schlecht gerade. Wackeln ist einfach nett genug. Du wächst dein Interesse und danach lässt du nach. Wackel, wackel. Sei lecker! Sieh lecker aus! Na, geht doch. Pedigree habe ich auch noch keine genannt. Cool. Bessie, das ist auch ein Klassiker. Ja. Ich hab ihn! Na, geht doch. Ich hab 10 Pfund gefangen. Was war nochmal der Grund, einen Gengar Pro 7 zu nennen?
War der 10-Pfund-Fisch der schwerste Fisch? Ich glaube schon. Der ist ja genauso groß wie du. Also würde ich mal sagen. Ja. Meine Ohren! Au! Entschuldigung. Gewaltro-Buchsbaum. Rip Headphone-Losers und so. Stimmt ja, da gab es ein Herzteil. Die Dings kriege ich ja erst später. Ja, lecker, du bist lecker, darum seid ihr auch weich. Ja. Ah. Die Schuppe kriegst du erst, wenn du erwachsen bist. Da kann man denen auch die Mütze klauen. Ich weiß. Ja, wenigstens bin ich zu etwas gut. Ich habe die besten Zitate. Also, Folgendes. Im Schleuderspiel bin ich immer noch kacke. Im Tauchspiel bin ich einigermaßen okay und beim Angeln habe ich wieder gerissen. Meine 6 Nidoqueen heißen Kyokra. Meine 4 Nidokings heißen Erdbeerkäse. Mein viertes Nidoqueen heißt Erdbeerkäse, mein sechstes Nidoqueen heißt Kyokro. Eins meiner Nidoqueens heißt Ich glaube Blaubeere. eher meine 6 Nein, Solana. nein, Punkt heißt 6 immer Punkte. T. Test. Ist immer ein T. Auf 3. Vergiss den Fisch da nicht. Ich muss doch erst die Okay. Flasche leer machen, indem ich ihm das gegen den Kopf klatsche, damit ich die Flasche leer habe. Und da ist einer meiner Bronzes, das heißt natürlich Kondom, wie die Glocke aus Kondom. Weil Kondome ist ja eine französische Stadt. Hast du nicht Grünspan auch noch? Grünspan habe ich auch noch. Und da ist die Uhrturmglocke. Nyan'ali, ja, ich an ihm begabt. Meins heißt immer noch Ikuto. Cruncher der Vierte. Ranger der Vier. Genau. Eieiei. Endlich ist es Voraussetzung, um dir gute Spitznamen abzuliefern, ne? Sailor Moon, Absol. Mein Parasek heißt Rogan. Fragezeichen. Man passt ja irgendwie wegen Pilze. Meth. Mario Kart tust du ja Drogen, futtern, um schneller zu werden. Ja, wahrscheinlich bildest du dir nur ein, schneller zu werden, weil du Hallos hast durch die Pilze. Mein Altaria heißt Lucky 2X. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Bis er noch fertig ist. So. Ja, geht. Ah, hier habe ich etwas für Zelda-Fans. Volvagia Chlora. Y. Ja. Klassiker. Wenn ich jetzt hier anfange, meine ganzen Pokémon-Namen aufzusagen, kommen wir nicht mehr weiter. Oh, hier auch ein Klassiker. Smogmog, Pupsen. Genau. Oh Mann. Das ist ein Klassiker. Kaktus. Wieso hast du einen Bisasam Kaktus genannt? Hey, der hat Spikes statt einer Blume. Aber Pupsen ist so ein Klassiker, ey. Mein Smogmog heißt immer noch Kaori und das ist niedlich, weil es heißt gustduftend. Es ist das Pups, das rosa Wölkchen. Ja, Parfüm! Das heißt Parfüm oder Aber gut wie gesagt, duftend. aber mein Pupsen kann halt auch noch so heiße Fürzchen. Ja, meins kann auch Flammen vor Fürzchen machen, also das ist nicht das Problem. Oder elektrisch geladen, ne? Dauert einen kleinen Moment, ne?
Chantal hat er sein männliches Band Ferno genannt. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir bis heute noch keins mit Iron Fist gemacht. Ich habe mir generell noch keins gemacht. Ich hab so wenig, aber ich glaube, meistens auch kein Eisenfaust drauf. Monsieur Yabu, nehmen Sie meine Gabe an, bitte? Eingesaugt. Ein Relikant kann man Lord Yabu nennen. Ja, Relikant ist jetzt ziemlich alt. Ja, das ist Ihr Relikant. Schreibe ich mir jetzt auf, ist Spitzname auf Yabu gleich. Nee, das ist nicht das Problem. Weil Yabu ist ja eigentlich so ein Wal. Das würde dann wahrscheinlich eher zu Wailord dann passen. Ja, aber auch zu Relikan. Weil diese Spuck da. Also. Ja. Ich würde so eine Ausschnitten. Oh Mann. Die Kühe, ja. Ich... Ups, nicht gut. Back to Desktop, bitte. Also, Diablo, das ist wirklich schlecht. Windfisch. Genau, das kann, so kann man sehr gut einen Wildort nennen. Windfisch. Nach Lord Yabu Yabu Relikanz. Kitty Action. Okay. Eieiei. Es wird jetzt hier gerade so kreativ. Wow, ich habe bei Ladybug VW Käfer genannt. Was ist denn? Ich weiß nicht, warum ich darauf gekommen bin. Geil. Ach, da ist ja noch mal Backfisch. So, jetzt müssen wir nach unten. Er ist ein liebes Backfisch. Ja, du bist ein liebes Backfisch. Na da, doch, da schwimmt Backfisch rum. Und Onyx wurde einfach Kette genannt. Ich frage mich ja immer noch, wie das funktionieren soll. Nein, Unterwassersteuerung. Ich hab das gleich. Die Kuh säuft gerade ab. Die chillt sich hier neben irgendwie. Der hat bestimmt Kiemen. Feng Shui. Ja, irgendwie ist das schon ein ganz geiler Name für Palim Palim. Ach, Family Let's Play. Ich könnte ihn immer noch schlagen. Was denn? Ein Tim. So. Er doch mal sein, Scheiß, da dieses komische Spiel gespielt, wo man YouTubers live da so in Anführungszeichen nachstellt, ne? Ja. Hat sich ja da ein Mädchen gemacht und er hat es ja Natascha genannt, ne? Ja. Ja, dafür hätte ich ihn schlagen können. Nein, ich habe meinen Aufzug verpasst. Was war's auch für Scheiße? Mein Usaring heißt Bruno, dann habe ich noch mein Panadrago, das ist Pablo, und mein Siberio heißt Lars. Ich habe auch einen Bruno. Ja. Lebepaar und der Bruno. Ja, ich heiße Natascha. Kampfstachel. Nein, meins heißt Ich piek's dir. Aua! Nein! Solche Namen habe ich auch, wie bei Slime of Yo, was geht? Meinst du? Wegen der Haltung, weil, weißt du, da machen wir immer so der Hand so.
Ich habe noch keinen Dibor. Biene Maya. Maya. Biene Maya. Na, eher Willi dann. Wobei... Biene Maya ist lustiger. Hm. Weiß genau das Gegenteil eigentlich. Risa kommt raus. Ach, die Zicke. Genau. Soll sich endlich was anziehen. Auf geht's! Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese Orten hier hasse? Meganie, best Pokémon ever. Na komm mal her. Da haben wir auch noch eins meiner, wie nennt sich das? Tornoptodildos. Eigentlich, was für einen Namen haben denn... Was für einen Namen haben eigentlich da die Quallen in Zelda nochmal? Die da rumschwören. Jellyfish. Keine Ahnung. Die könnte man halt für dieses neue Super-Pokémon nehmen, den Namen dann. Du meinst UB1. Genau. Was in Wind eigentlich auch nur so ein Vieh ist. Nur für Pokémon entsprechend gestaltet. Ich frag mich auch, sind das richtige Pokémon, die man dann auch fangen kann, oder? Wie gesagt, von der Optik her passt das eigentlich jetzt nicht mehr so richtig zu Pokémon eigentlich. Nicht jetzt. Mal kurz. Von den Sprite her. Ha! Ach, die gibt's jetzt auch da. Cool. Samba. Friss meine Stecke! Mach eine Holzdiät, man. Ach Gottchen, die gibt's ja jetzt auch schon. Mach gleich den DS wieder aus. Destroyer, Hytera, ich nerve. Washaquil, Bibukuk. Habe ich auch, glaube ich, einen Despotter, das so heißt. Urkless abstechen, Skogon, Joghurt, Gewaltruhe. Oh, ja, das ist auch nochmal ein Klassik, ja. Lämpchen, die Wand, Arctidas, Titanic, durfte ich eine Titanic nehmen. Oh. Oder halt Despotter Raptor. Raptor. Chicken Boo. Geil. Für Logok, Chicken Boo, Wyvern Lord, Kutter Lander. Nein! Ja, frag mal. Hier sind wir. Warum bist du so gemein zu Bisaflor? Warum seid ihr alle so gemein zu Bisaflor? Ich bin ja gemein zu Bisaflor. Es ist sogar das erste Bisaflor, was Wutanfall von mir kann. Genau, Brattgeisel, Erdbeben, Wutanfall und Edelsamen. Diaphragma. Es ist mutiges Diaphragma. Welcome to the limit. Immer noch. Hauptslang, der nervigste Gegner zu deiner Zeit. Ich glaube, mittlerweile gibt es nervige Gegner, aber das würde mal was sagen. Der Hauptslang war zu seiner Zeit der nervigste Gegner. Ich
Das ist wahrscheinlich jetzt wieder was anderes, wahrscheinlich jetzt ein Krieger oder so. Und der Farbschleim kam als erstes. Ja, sie und ihr Skill. Nein, das ist der, diese blöde V-Mode. Jetzt komm da raus! Oder halt der Controller, der sich für die V-Mode hält. So, Sultan. Auch gut in meinem Ofen. Zucht GmbH. Genau, Ditto. Du sagst es. Zucht GmbH. Ja. Ich bin ein Punk. Star Raptor. Ob du das bist. Oh, ich habe jetzt voll geil Super Level 100 Flaming gefunden. Chick Wings. Chick Wings. Nee, ist ein Flamly, Level 100. Sehr okay. Bekanntes Flamly, weil es kontert kann. So die Leute immer ausgekontert hat. Chick Wings. So ziemlich gemeines halt. Hitzewelle, Ruckzuck, Konter, Schutzschild. McNugget habe ich mein Tarbos genommen. Chicken Nugget. Ich habe nie behauptet, dass ich Skill habe. Hey, Boomerang hast du haben wir gefunden. Ja, Boomerang. Okay, ich mache es gleich wieder auf. So, wo war das Vieh? Ach stimmt, ja, das war ja dahinter. Da komme ich auch noch nicht dran. Oh. Ich habe auch Geboa gefunden. Noctu. Naja, war eben klar. Ausschalten erstmal. Also ich habe die ganzen Abend ganz verpasst, wie ich das Spiel geglitscht habe. Mann. Ja, mein super Soundbug. Also der. Ich muss aufhören, Spitznamen zu geben, wenn ich Hunger habe. Sonst ähnlich wie Sui. Ging das nur bei den Grünen? Scheint so. Kann sein. Ich glaube, dafür da oben brauchte ich wieder die Dings. Oder? Jetzt mal scharf nachdenken. Ich habe eine Frage. Gibt es noch einen Dungeon, wo ein Tier drin ist oder so eine Fischkuh? Eine Kuh dann? Ich glaub nicht. Also die Kuh sieht wirklich reingeklitscht aus. Die haben sie ja auch reingeglitscht. Das hat immer den Vorteil, wenn man kaum Lebensenergie hat, dass man da kann. Wow, jetzt ist mir wieder ein Name für ein Pokémon eingefallen. Klitschkuh. Klitschkuh. Ja, für Miltang. Ja, Klitschkuh. Ich muss da erst die Wege freilegen. Ach, jetzt.
jetzt muss ich wieder überlegen, was muss ich tun? Frag mich, ja, das ist zu lange her. Das sind immer so Orte, die man ungern besucht, weil man nie weiß, ob man schon in Afrika reingelaufen ist. Nee, das ist nicht das Problem. Ich muss einfach nur wieder überlegen, wo ich lang muss. Die sechs Wassertempel in dieser Art sind nie so immer mein Fall. Dafür mag ich Wüstentempel. Das Problem ist, ich habe den Kompass noch nicht gefunden, deswegen weiß ich jetzt nicht gerade, wo ich hin muss. Und wie ich jetzt nochmal unten in die zwei Räume da reinkomme. Also Lilo, bitte. Wo war hier bitte Niveau? Du suchst Niveau oder bist du ja aber ganz falsch? Ich sollte vielleicht mal mein Schild wieder ausrüsten. Käse. Ja. Tschüss, Lilo. Okay, wo zur Hölle muss ich lang? Karte hilft mir mal weiter. Vielleicht immer dem Wackelpudding folgen. Wie lange willst du heute machen? Eigentlich auch nur bis 11. Ja. Muss gerade echt überlegen, was ich machen muss. So viel dazu. Du sollst nicht. Ich tu's trotzdem. Muss doch, glaube ich, jetzt die Kuh, muss doch jetzt, glaube ich, die Kuh hauen, um dann weiterzukommen. Natürlich sind die Quallen wieder da. Ich hätte es auch nicht gewundert, wenn ich. Wenn halt die Schalter ausgehen, werden jetzt halt Kühe gehauen. Alles klar. Kühe sind die neuen Schalter. Das ist halt ein Master Quest. Genau. Weil ja jetzt die Schalter ausgegangen sind, weil die zu arm sind. Oh Gott, ich weiß jetzt, was für ein Problem ich hab. Was? Ich hab noch keine Kabelminchen mir geholt. Was für ein Service, man kriegt schon ziemlich schnell Kabelminen. Eigentlich müsstest du das auch ohne die schaffen. Wobei, die Kabelminen hätte man sich ja schon bei Hyrule holen. In meinem Spiel. Habe ich immer gemacht. Weil es das Kabelminen-Spiel. Mit etwas Glück konnte man auch Kabelminen gewinnen. Wie soll ich die Bombe so platzieren, dass sie da oben trifft und das Ding aufmacht, damit ich an die Kuh komme? Keine Ahnung. Ich glaube, die Kuh muss Stampfer einsetzen. Ich kann mir erstmal Krabbelminchen holen gehen. Und findet man hier drin nicht Krabbelminchen auch? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, für mich ist es noch. Ist es sehr lange her. Ich weiß nicht, wie sozial Master Quest ist, ob die Entwickler daran gedacht haben. Oder ob die so gemein sind, dass man den ganzen Weg zurücklaufen. Eigentlich müsste man das auch ohne die Krabbelminen schaffen. Das ist halt die Möglichkeit. Entweder schaffen wir es ohne die Krabbelminen oder der Entwickler hat da halt was eingebaut oder die waren so gemein, dass man halt backtracken muss. Ja. Das ist der
es immer anhört. Und man mal von außen anhören, die Kuh. Heißt so dort Jabu Jabu und dann hört man ab und zu die Kuh so. Ja, eigentlich soll er ja nur Fisch fressen, man die Kühe drin. Keine Ahnung, ich kann mir Krabbelminen holen. Kann jetzt nach Hyrule rennen und mir Krabbelminen holen. Ich kann mir... Yeah. Ja, nö. Ich kaufe ein Gamecube-Spiel. Davon. Also ich kauf's nicht weg. Ich hab eine Idee, die ist zwar ein bisschen umständlich, aber wir machen es einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, was schneller geht über den, den normalen Weg. Nee, ich gehe jetzt erstmal in den Kokiri Forest, von da aus gehe ich zum Todesberg, von da aus gehe ich dann dem Typen die Maske gegen den Kopf klatschen. Sidequests mal, also, okay. Ungefähr. Das war der falsche. Das war der richtige. Könnte ich das jetzt nicht eigentlich hier auch schon machen? Aber dafür bräuchte ich mehr Bums. Ja. Und da es hier die Skyward Sword ist, wo man sich einfach mal eine gezündete Donnerblume in die Hosentasche stecken kann, weil es passiert ja nichts. Bei Skyward Sword hätten wir schon Probleme, die Treppen raufzukommen. Pass auf, in der letzten Minute überbietet dich einer. So geht passiert's nämlich immer. Bei was? Bei Auktion, dass du in der letzten Minute überboten wirst. Ja. Letzte Minute, eine letzte Sekunde. Deswegen dann nochmal so 10 Euro draufsetzen noch. Tada! Also musst du aufpassen, ob dein Gebot in der letzten Sekunde noch ankommt. Herzborn, ich soll deinem Lässt. Hör nicht auf!
Aggression gegen Büsche. Erst gegen Töppe, jetzt gegen Büsche. Also die Büsche kosten 8 Geld. Ja. Die können sich nicht mal die Bewohner leisten. Das ist ja das Traurige. Wir müssen warten, bis sie wild gewachsen sind. Oh, und Knusperle erschreckt ihn nicht, aber so ein Geist, der die ganze Zeit da rum düst, erschreckt ihn. Wen? Den kleinen Jungen. Hier gibt es doch in der Nacht andauernd Geister. Tja. Ich dachte, der hat nur Angst vor Boris. Ich weiß nicht, wie man Angst vor Boris haben kann. Ich finde Boris gar nicht so schlimm. Ich finde ihn gelaunert. Tja, da pass mal auf, der Preis ändert sich schnell. So, jetzt wieder die Speedrun-Taktik, weil 0,8 Sekunden zählen. Speedrun-Taktik. Muss ich nicht erst das Bombenspiel machen, um überhaupt eine Bombentasche für die Dinger zu kriegen? Du kriegst dann eine Bombentasche. Nee, du kriegst dann Krabbelminen an sich. Ja. Und ja, wenn du es dann nochmal machst, glaube ich, ein Herzteil. Genau. Weil du hast ja schon die Bombentasche. Das ist halt so eine Unterkopierung deiner Bombe. Na, dann probieren wir uns mal drin. War noch nie da wirklich gut. Irgendjemand quietscht. Ich bin's nicht. Ich war's eben, aber nur weil ich empfangen lassen. No. So, bitte, Remote, sei mal netter. Okay. Ja, es ist das Anfangsding. Ja, ist aber nicht schlecht, ein Herzteil als Gebot zu haben. Ach, das Hühnchen war im Weg! Nein! Ach, dann kommst du raus und bringt uns um. Hühnchen war schon wieder im Weg. Tja. Nein, Hühnchen, geh weg! Ach, Hühnchen! Das ist doch erstmal ein bisschen bewegendes Hühnchen. Aua. Natürlich. Ich glaube, es muss erstmal in der Schussbahn sein und dann muss das Hühnchen weglaufen.
einsetzen mit X. Das gute Herzteil. Ich muss das von der anderen Seite machen. Normale Bomben. Oh Gott. Wie ging das jetzt nochmal? Da musste man eigentlich auch vom richtigen Winkel aus. Getimed kann man auch geradeaus das machen, aber es muss getimed sein. Also habe ich es immer gemacht. Das muss aber auch ein bisschen dann geduldig sein. Also dann habe ich sie, glaube ich, immer so abgeworfen, dass... Ja, keine Sorge. So schön, dass du den Chat ein bisschen erlebst. Das eine ist die Mami. Komm schon! Nee, wir gingen in die falsche Richtung noch gleichzeitig. Wow, die Mine sucht sich das Hähnchen schon aus. Genau. Will mein Herzteil! Blöde Kuh. Ich dachte, du bist deine Krabbelmine, damit wir weiter fort. Ich hab nur normale Bomben gekriegt. Ja, war auch ein Angebot gewesen. Aber nur normale Bomben, keine Krabbelminen. Ja. Das wird schon von der angeboten, Krabbelmine. Heißt, die Wirtschaft ein bisschen kaputt machen. Ach, wir gehen uns einfach Krabbelminen einkaufen. Aber Zeit erstmal für eine Influenz. Noch wegen mehr Money. Money, Money, Money. Ey, dieser Part besteht nur aus Fails und Money. Ja, und Vasen. Aber so ist Otto, das ist das Spiel der Vasen. Wer nicht war's, der nicht gewinnt. So in etwa. Ja. Also ein kleiner Prozentsatz an Kämpfen. Und ein kleiner Prozentsatz an Spitzenoberteil. Sogar die Kühe machen einen gewissen Prozentsatz auf. Was wäre denn Zelda ohne Mumus? Okay, Windbaker hat er keine. Dicke Fick ab, Schweinchen. Bösartige Schweinchen! Was, die Schweinchen waren der stärkste Gegner im Boss. Also, im Spiel. Unsterbliche Schweinchen. Gab's da keine Hühnchen? Nein, Wind Waker hatte doch keine Hühnchen. Traurig. Die mächtigsten Gegner einfach so wegzulassen. Dafür waren die Schweinchen da, die konntest du auch nicht besiegen. Einmal sauer gemacht. Haben die dich so lange angegriffen, bis du tot warst. Oder im Wasser verschwunden bist. Oder ins Wasser gefallen sind.
Wir könnten auch das Kistenspiel spielen, wenn jemand dann Lust hat. Geh weg, Hund! Stimmt, den Laden gibt's auch noch. Zu teuer. Ja. Das ist wegen dieser Ein-Rubin-Politik. Wo kriegt man eigentlich so Geldbörse her? Das weiß ich nicht mehr. Das eine war, glaube ich, Skulas sammeln. Ah, stimmt. Links oder rechts? Ist es gar nicht besser, wenn man die Wahrheit links hat? Nö, kann man das so machen. Ich weiß, aber man kann trotzdem Wahrheit einsetzen. Also. Einfach mal rechts. Nö. War links. Damals war ich besser. Was noch eine Chance? Jetzt würde man denken, es ist links, aber nein, es variiert. Aber keine Sorge, macht trotzdem seine Wirtschaft kaputt, weil der Schlüssel teurer ist. Rechts ist oder links? Am Anfang oder am links 2? Anfang. Probieren wir mal links. Schlüssel gefunden. Rechts oder links? Kurz. Der Chat darf auch mitraten. Also ich mag die linke Seite. Wave Dash ist immer noch nicht available. Manno. Gibt's L-Canceling? Nee. Was gibt's denn da beim Truhenspiel? Herzteil. Ja, wie gesagt, bei Auge der Wahrheit ist es einfacher. Ja, aber das macht doch keinen Fun. Links oder rechts? Ich bin immer für links. Links oder rechts? Links war richtig. Danke. Das heißt, der letzte Raum ist rechts. Am Ende ist es dreimal links. Wow. Lebe links. Wir haben noch einen Raum. Links oder rechts? Rechts. Weil es war jetzt gerade rechts, deswegen unterscheidet euch. Das ist die Frage, ist es ausbalanciert oder ist es nicht? Es sind fünf Sachen sogar, würde ich mal sagen. Fünf dieser. Ja, links. Es wäre links gewesen. Ah, siehst du, ihr habt gewonnen. Also merken wir uns links, links, rechts, links. Links, links. Links, rechts, links. Jawohl, ich bin gut mit meinen Links. Also ich kann mich erinnern, einmal da haben wir das gespielt, da hast du das von Anfang an gewusst. Ey, das Spiel heißt ja auch Link. Eigentlich heißt Zelda, aber wie gesagt, ja. Inoffiziell mein heißt Name es Link. Ist nicht Zelda. Mein Name ist nicht rechts. Mein Name ist links. Bleibt diese Konstellation dann? Oder ändert die sich?
Das werdet ihr ja sehen. Also linke Seite ist nämlich ziemlich gute Seite. Ja, wow, gerade hat es sich zu rechts geändert. Stimmt, der letzte Raum ist ein Trollraum. Aber linke Seite ist eine gute Seite. Ja. Der letzte Raum war immer der fucking Trollraum. Ja. Immer das andere als am vor, das davor, oder wie? Ich muss nicht unbedingt sein. Auge der Wahrheit. Bis er das Auge der Wahrheit hat. Hab ich so durchgeschafft. Hat es so durchgeschafft, genau. Links, 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 links. Okay. Ich hab gehofft, ich kann ein bisschen trollen, indem ich zweimal die gleiche Antwort sage, aber nein. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt rechts nehme, ist der Schlüssel wieder links. Ja, und dann sieht man beim Auge der Wahrheit, da ist unten so ein Rohr so in dem Sinn. Gehst in die eine Richtung, verschiebt sich dann der Schlüssel zu den anderen hin, gehst in die andere Richtung, geht es wieder in die andere Richtung. Wow, diesmal war der zweite Raum rechts. Okay. Ich glaube, wir haben gerade ein Problem. Gibt's? Oh, ich sehe das immer wieder. Mhm. Ach, ja, wir erkennen langsam unsere Taktik. Ja, naja, egal. Ich brauch Krabbelmähnchen. Wie komme ich jetzt wieder an Krabbelmähnchen? Kann einer mal gucken, wo man noch einen Geldbeutel herkriegt? Außer jetzt von den Skulltulas, weil da kriegt man den etwas größeren her. Hundchen, lasst mich in Ruhe. Dieser Dock ist anhängig. Du musst 10 goldene Skulltulas abgeben, da kriegst du die größere und bei 30 kriegst du die noch größere. Wir haben aber erst 6. Dann würde ich nochmal ein paar sammeln gehen. Oh Gott, wo gab's denn jetzt nochmal? Dekobaum hast du noch die eine. Das Quietschen. Legendär. Ah. Quietschi. Ups. Halbzeit. Mac, du solltest dich vielleicht muten, wenn du weggehst. Ah, oh, ja. Quietschi. Man hört alles, was du dann im Hintergrund machst. Oh. Mal gucken, ob ich doch hier in der Edition auch cheaten kann. Das wäre ganz praktisch. Pika cheatet. Ja und? Pika cheatet.
der Verzögerung in Twitch. Ja, die ist aber normal. Das ist normal, du hast bis zu 20 Sekunden kannst du Verzögerung haben. Nein, das meine ich jetzt nicht. Das hängt sich da immer auf und ja, startet dann immer wieder. Hast du noch irgendwie was anderes auf? Nein, ja, bis auf das andere Discord. Bis auf Discord. Immer wieder so ein Wartepingel. Dann ist es Internetleitung. Weil eben ging das nämlich noch ziemlich gut und jetzt auf einmal. Wo war denn hier das Loch? Wo war denn hier das Loch, Peter 2016? Nee, ich mein's ehrlich, ich. Hier gab's ein Dings, wo du runterfahren konntest, und da war ein Skulltulla. Genau, und dann die. Musstest du dafür nicht. Beim Baum, beim Baum. Bei den einen Baum mit einer Bombe, glaube ich. Wenn du dieses Glitch-Ding meinst. Weißt du das? Ich bin ja beim Baum, aber ich weiß ja nicht mehr, wo man die Bombe platzieren musste. Entweder bei der Ecke oder gegenüber der Ecke. Jedenfalls bei diesem Baum irgendwie. Okay. Wie gesagt, ich kann das halt jetzt schlecht erkennen, weil jedes Kringel kommt. Halt bei. Warte mal. Das war eh meine letzte Bombe. Jetzt bist du im Burgteich. Genau, jetzt schwimmst du Richtung Baum, über die Ecke. Schmeiß mich mal kurz raus, Digga. Danke. Offline. Toll. Bin ich offline? Ich habe auch keine verworfenen Frames. Sie sind immer noch online. Warte. Das liegt wahrscheinlich gerade an deinem Internet so ein bisschen. Wo ist mit der Link wieder hin? Wir hatten noch eben da drin, genau. Achtung, kann vielleicht bei mir etwas laut werden. Ne, das ist auch nichts. Da sind wir wieder beim Bazar. Das ist wieder alles in Ordnung. Okay. Wow. Das ist da abgekackt, wo sie da bei dem einen Baum da in der Nähe das Ding setzen wollte. Aber ich konnte nicht sehen, wo sie die Bombe gelegt hat. Weil es vorher abgekackt ist. Ich lauf doch mal hoch. Also das ist witzig, die reichste Person in der Stadt ist die Bettlerin. Ist so. Weil sie, ja, also in Wahrheit ist sie eigentlich nicht arm. Sie tut halt nur so. Ganz ehrlich, ich glaube, die kauft dir die Käfer ab und verkauft sie genauso wie die Fische tausend, doppelt, dreifach teurer weiter. Ja, die Leute kaufen das auch noch. Also Majorsmeister hat sie schon ihre eigene Bank. Das gibt doch schon zu bedenken. Ja. So, jetzt sind wir beide Böhm. Vielleicht auch genau auf dem Baum die Bombe legst. Ich weiß ja, dass man, dass sie irgendwas, dass das Ding halt dann so ausgelöst wird irgendwie durch Zufall.
Nö. Meine Geburt als rumgemacht. Oder zwischen die Büsche. Vielleicht brauchst du, wie gesagt, die Hymne des Sturms. Für was denn? Um das Loch zu öffnen! Die macht man doch nicht mit der Hymne des Sturms auf. Und nein, mit Bomben. Doch! Also ich kann mich auch mit Bomben erinnern. Weil, wie gesagt, die Hymne des Sturms war eigentlich bei den Fröschen. Und halt in den Wasserschatten. Löcher öffnen. Oder Bomben. Ja, aber ich habe den einen gesehen, der hat den Glitch gemacht ganz am Anfang. Da hatte er nur den Bumerang, aber noch keine Hymne des Sturms. Hat jemand ein Ocarina of Time Lösungsheft dabei? Da ist, glaube ich, der Glitch auch drin. Nee, das weiß ich jetzt nicht, ob da der Glitch drin ist. Ist da Glitch drin? Jetzt ist, glaube ich, zumindest das Loch drin. Genau. Denk dran, dass wir aber ein Master Quest Lösungsbuch brauchen, kein Ocarina of Time. Ist das nochmal anders, wo das Loch ist? Vielleicht ist es da nicht das Loch. Weil, wie gesagt, ich kann dir nur sagen, wie es bei Ocarina of Time war. Ist da vor dem jedenfalls hat das mit dem Baum zu tun. Was zum? Warte. Da will mich ein Programm verarschen. Böses Windows 10. Oh, ein Schrott. Ja, wahrscheinlich ist Master Quest das Loch da gar nicht mehr da. Ey, schmeiß mich nochmal raus. Wo kriege ich jetzt noch 4 Skulpturas her? Cool. Meint ihr nicht, man kriegt im Krabbelminenladen Krabbelminchens? Wie gesagt, man hat eigentlich immer das Spiel dazu aus. Weil man halt noch nicht das Portemonnaie hatte. Wieso kann ich jetzt Bomben gewinnen? Aber ein schlechter Preis. Der beste Preis, also die besten Preise, Herzteil oder die Kabelminen. Also kriegst du wieder nur die normalen Bomben. Kannst du aber zum Üben verwenden erstmal. Ja, dann wahrscheinlich, wenn es drauf ankommt, ja, klitschen die Dinger weg. Oder Hühnchen. Drei Bomben, drei Treffer. Das ist der beste Run. Wow. Ja. Ich krieg die Krabbelmintasche. Leck mich. Ja. Das sind normale Bomben. Das ist die Bombentasche. Aber das ist auch gut. Da kannst du mehr Bomben tragen. Bombentasche ist auch nicht schlecht. Girl, you can't do it. Na, die Chickens stehen gerade wieder dumm. Wie gesagt, das ist aber nur eine Frage der Zeit. Ocarina of Time. Ja, das ist ja auch lustig, immer dann noch so die Chickens stehen gerade. Singen lieber das Lied schon. Ach, das Mittelchicken müsste mal weggehen. Es steht genau in der Mitte. Als würdest du ihr sein Kind. Du hast das Kind getoastet. Ja.
schon wieder das dämliche Chicken. Ich bin gerade ein bisschen nicht mehr im Einklang, weil das eine ja immer geröstet wird. Dazu, da geht ja immer dann die Symmetrie baden. Von Anfang an haben sie, glaube ich, immer eine gewisse Symmetrie. Die Lauben. Wow, die paar Millimeter zählen als Treffer, alles. Also das kleine Chicken ist heute sehr böse. Ist das das Große im Weg? Ich habe nur noch eine Mine. Oh, großartig. Um Gottes Grievous. Das hat sich auch ein bisschen scheiße bewegt. Das ist selber wieder zu der Stelle hingelaufen. Jackpot! Ja, das geht doch. Ich hab das Hühnchen ausgetrickst. Genau, genau. Da, wo das Hühnchen schon da ist, dann geht das von der Stelle wieder weg. Muss man nochmal ein wenig Geld holen und gucken, dass wir Krabbelminchen kriegen. Aber wir haben schon mal eine größere Bombentasche, das ist ganz praktisch. Das ist auch gut. Ich glaube, die ist schon gefüllt mit 30 Bomben. Ja. Und um ganz schnell Geld zu machen und nicht wieder irgendwelche Fässer zu versauen, holen wir uns mal eine Käfer. Aber wie gesagt, ich glaube, das macht sogar die Stadt noch ärmer. Weil die das nochmal zu teuflischen Preisen verkauft. Also so ein Käfer, den du für 50 Rubine ihr verkauft, verkauft ihr wahrscheinlich dann für 5000 Rubine oder so. Du kaufst eigentlich immer günstiger ein, als wie du es verkaufst. Also 100, 150 würdest du wahrscheinlich verlangen schon. Genau. Also somit richtest du noch einen höheren Schaden an. Alter Mann, ja. We know this shit! Weißt du, die Tante, die Bettlerin ist voll schnell im Text, aber alle anderen sind so langsam. Weil sie was vom Geschäft versteht. Die anderen verstehen halt nichts. Ja. Ja. Ja, alle die anderen haben von Gebora gelernt. Lila Rubin, der leckt mich doch. Wow. Oh ne, die Dings ist jetzt andere Seite, okay. Naja, zum Üben ist das nicht schlecht. Schief genug gestanden. Natürlich musstest du jetzt rüberlaufen. Nein! Oh, das hätte so gut gepasst. Dieses fette Riesenchicken gerade wieder.
Ey, dieses Chicken trollt mich doch gerade. Das ist aber ziemlich aktiv. Natürlich zählt das! Das schicken wir doch gar nicht mehr in der Hitbox! Wir haben noch eine unsichtbare Hitbox. Ja, das war voll nicht in der Hitbox. Weil das war ja Mitte und das Hühnchen war Seite. Das dämliche Chicken, ey. Na okay, solange es jetzt nur die 50 Rubine waren. Oh Mann. Aber das haben die doch gar nicht rausgenommen, oder? Das mit den Krabbelminen. Ich hoffe es nicht. Ich brauche nämlich welche. Krabbelmine ist eigenwillig. Kann man eigentlich da sterben? Nein. Ey, das Huhn ist gerade immer in der Hitbox. Das ist doch nicht wahr. Ja, das ist schon eine Hitbox. Das hat eine broken Hitbox wie in Mili? Biete mir mal was anderes als 50 Rubine an, Frau. Irgendwie läuft's gerade nicht so. Kann das sein? Nein, ich habe so einen riesigen Stress wegen, weil ich fucking Krabbelminen brauche, weil ich sonst ein Lot ja, aber ja, wo nicht weiterkomme. Ich erinnere mich damals, als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich irgendwie Krabbelminen gekriegt, aber ich weiß nicht mehr wo, weil es schon 4 Jahre her ist. Und ich weiß nicht, ob es da gefixt ist mit dem. Nicht sagen, aber ich weiß, beim Originalstück kann man sich da Krabbelminen holen. Nein! Immer noch ein dober Rubin. Ja, dann müssen wir erstmal diesen Rubin wegkriegen. Mal gucken, was dann anbietet. Oh, großartig. Oh, das ist ein gutes Ziel.
nächster Gegner. Von heute. Er wiegt, sagen wir mal so, ja, sagen wir mal 30 Kilo. Weil den hast du jetzt ausgetrickst. Wow, ich kann nur noch 50 Rubine gewinnen. Vielleicht haben die es da wirklich gefixt. Ja, das ist aber dann ziemlich gemein, ehrlich. Geil, ey! Na gut, out of time. Das war einfach mal what the fuck shit, this move, ey. Das war vielleicht bei der nächsten durch was auch so vielleicht dieses Ding hinterher geschossen. So, probieren wir es nochmal. Also kurz Pause. Ich könnte mich erschlagen, ey. Was ist? Du kriegst Krabbelminen aus Jabu Jabus Bauch. Ist doch gut. Wahrscheinlich haben die es dann wirklich dann gepatcht gehabt. Oder auch nicht, ich weiß es halt nicht. Die haben ja den Dungeon Master Quest angepasst und verändert. Nee, ich meine nicht, dass die da einige Laden oder so gepatcht haben. Dass man da zum Beispiel jetzt, wenn man das noch nicht gemacht hat, dass da noch nicht die Krabbelminen bekommt oder so. Mhm. Um es dann entsprechend schwerer zu machen, weißt du? Dass man halt da den Raum zum Beispiel, also dass man dann nicht diesen Raum überspringt oder so. Wo sind die Krabbelminen? Ah, jetzt habe ich mein Internet ausgemacht. Mann, heute Abend läuft alles schief. Jetzt geh auf. Twitch ist noch da. Wie, was ist los? Ich hab grad meinen ganzen Opera geschlossen. Pass auf, das sehe ich nicht, das Hühnchen nehmen hier. Das hat schon so einen verdächtigen Blick. Komm her, Hündchen, Ninja. Time to rescue! Lass mich dich aufheben, lass mich dich aufheben. Nein! Die
Diese Missgeburt von Hühnchen. Dann halt eben gekommen, gesprungen! Das ist aber wirklich sehr intelligent, das Hühnchen. Alle Achtung. Voll verarscht. Dummes Hühnchen. So, da wir herausgefunden haben, dass ich dämlich bin und die ganze Zeit umsonst irgendwelche Sachen gemacht haben, dann will ich mir sagen, los. Du hast ja vorher gewusst eigentlich, dass Kabelminen also eventuell, du wusstest nicht wo. Mhm. Ich weiß es halt auch nicht, wo man die da findet. Also die Entwickler haben schon dabei gedacht, dass man die da findet. Weiterkommen. Genau, und dass man halt nicht schummelt über über das Krabbelminen-Spiel halt. Schummeln, das ist nicht direkt. Also dass man nicht abkürzt. Also, so. Naja, wäre das Ocarina of Time noch die Originalversion, könnte ich mir ja alles Rotulas ercheaten. Genau. Hätten wir diese Geldsorgen nicht. Immer diese elend langen Treppen. Das ist ja aber auch mal eine Frage. Dann sagen wir mal, irgendwie sich die Geldbörse durch Skulas geholt und dann die Kabelminen gekriegt. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Beides sind dann extreme Umwege. Das hängt kommt noch drauf an, wie man die Skulas dann gesammelt hat. Also wieder ins Relikant rein. Oh. Was zum? Ist nun paralysiert. Großes Grievous. Immer diese neuen Pokémon. Irgendwie läuft es heute nicht sonderlich. Nee, heute ist der Wurm drin. Time to rescue! Ah, deswegen die Kuh. Also erst die Kuh abschießen und dann halt nicht umgehen. Und später die Kuh abschießen. Okay. Ja, so kann man auch einen Dungeon bauen. Mit Kühen. Nö. Nee. Wir bedanken uns bei Zelda Europa, ne? Dafür, dass mein Gedächtnis einfach leckhaft ist. Also wenn man kein Geld schon. Es ist jetzt schon Jahre her, seit du das letzte Mal gespielt hast, also please. Ja, Wind Waker könnte ich auswendig.
Ja, wer denkt denn dran, dass sie so arm waren, dass sie eine Kuh als Schalter benutzt haben? Opi. Kann man eigentlich hier auch wieder die Krabbelminen nachladen? Weißt du, was ist, wenn wir an alle daneben geschossen hätten? Ja, gute Frage. Fail? Oh. Aber vielleicht hätte sie dann die Krabbelminen angebracht gehabt. Weil man sie ja dann freigeschaltet hat. Oh, schreck mich doch nicht immer so, du dummes Ding! Ich will nicht wissen, wo er kommt. Oder? Kommt aus der Magenschleimhaut. Nein, davor, danach. Was sich das die hinten reinschiebt, will ich nicht wissen. Oh Gott, hier brauche ich Ruto. Was nach Ruto? Gibt es hier nicht auch irgendeine Box, die du benutzen kannst? Ja, gefunden. Ruto, du bist nicht vonnöten. Wait, what? Ach. Komm her, Box. Ja, natürlich. Sie ist nur eine Last. Navy 3. So etwa. Jetzt komm runter. Aber ich find's lustig, dass sie Yabu Yabus Melodie aus dem Bauch genommen haben, dann für Windwerke für seine Hauptmelodie. Ja. Nein, das ist so. Hab ich das jetzt schon besiegt? Nee, glaub nicht. Nö, das Ding fällt ja ab. Ich weiß. Das geht nur oben. Das kommt aber gerade nicht runter. Musste ich, glaube ich, nähern erstmal. Aua. Aber wie gesagt, das wird dann zum Angriff ausholen. Aber wir müssen es hier irgendwie runterholen. Ja, genau. Da fragt sich das Vieh jetzt da oben fällt. Na toll, jetzt hat sich's da oben reingebackt. Oh Mann. Krabbelmine. Ah, der ganze Käse von vorne. Du musst damit ein bisschen haushalten mit den Krabbelminen, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl im Spiel. Eigentlich nicht. In der Wüste kannst du dir immer wieder neue kaufen. Ja, außerdem bei Krabbelminen, da kannst du dich dann welche kaufen, wenn du die. Nein, Kette bei denen sind sie irgendwann ausverkauft. In der Wüste aber nicht. In der Wüste bei dem Händler kannst du die immer kaufen. Okay. Ich sag es nur, die ist es halt schwierig zu ihm hinzukommen. Hm. Weil du musst auf den Teppich springen. Du musst dabei die Flyboots anhaben, weil sonst kommst du nicht rüber und kannst gerne mal wegglitschen. Deswegen musst du rechtzeitig ins Dingsmenü. Ja.
gleich machen zwei Schnarkenhiebe. Sagen wir mal zwei. Zerstört. Nee, gerade nicht. Achso, dann das Ding meinst du. Ja, es ist es nicht geklitscht. Ziemlich Haxas. Von unserer Seite aus gesehen. Für die Echse. Schreck zurück, schreck zurück, schreck zurück. Besiegt. Oh, danke, Navy, hast du mich genau vor dem Ding anhalten musst, damit ich eine gewischt kriege. Weißt du, du bist die dämlichste Fee, die mir jemals untergekommen ist. Und welches Blaue? Das war doch nicht blau. Das hinter ihr, ja, da. Ja, aber... Navy, angefangen zu quatschen und, ja. Oh nein, nein, das geht gleich schon los. Link, du sollst sie bitte werfen. Feen. Hast du eine leere Flasche? Zu spät. Ja, oder? Da so ein Fisch raus, hab ich ja. Wir wollen auch nicht, dass man eine Ausumarmung reinsetzt. Nicht noch einer! Wie viele Sekunden hat man eigentlich, da einen Gegenstand zu retten? Irgendwelche Fee für Uwe. Also, wie gesagt, man hat eine gewisse Zeit, um seinen Gegenstand zu retten. Ich meine, es ist schon ein annehmbares Zeitfenster, wo du das machen kannst. Um dein Zeug dann wieder zu kriegen. Ups, ja, OP. Stöcke sind OP hier. Meiner Laterne.
Kommt ihr auch bald wieder? Ja. Da reden wir aber am Mittwoch. Ja. So, jetzt war die Frage, welche Tür waren das? Glaube ich, die da. Ich höre Link nur schreien. Ui. Immer doch. Ob es ein Seifenblasen-Pokémon geben wird. Ein Seifenblasen-Pokémon. Mal gucken, möglich wär's. Dieses Pokémon, wie machen wir diese Fähigkeit? Kurzlebigkeit. Dieses Pokémon lebt gerade mal drei Runden. Dafür kann es aber nicht besiegt werden. Fähigkeit kann nicht kopiert werden. Meinst du, für drei Runden bist du so gesehen unbesiegbar? Genau, aber wie gesagt, du stirbst so oder so halt. Ja. Herrgott, noch einmal! Lass Gott aus dem Spiel. Na endlich! Da gibt's doch ein Spiel, gibt's doch nur drei Götter. Drei Göttinnen. Ja. Wow, beinahe wieder das Schlubbi gerannt. Ja. Ja Gott, noch mal. Wieder 2016. Genau. Solltest du eigentlich mit Google weiterkommen, oder? Ich muss erst mal gucken, ob ich Route überhaupt für die Dinger da, glaube ich, brauche ich so drüben doch. Ja, bla bla, ich fertig, bla 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 bla. Bla bla bla. Wieder 2016. Also die besten 10 müsstest du eigentlich in so einem Highlight-Ding zusammenschneiden für YouTube. Das ist vollkommen okay, Black. Sie macht sowieso nur eine halbe Stunde dran und viel erreichen wird es eh nicht, weil dieser Part scheinbar verflucht ist. Besser gesagt, dieser Stream. Werden wir den Boss legen? Oh nein! Jetzt kommt wahrscheinlich das ekligste aller Zeiten. Der Miniboss. Ja! Er ist nämlich broken! Ist er hier stärker? Nein, er ist immer noch die kaputten Hitbox. Das klaut sie uns die drei Blaubeeren, ich fasse es nicht.
Das musst du nicht unbedingt. Wenn du so müde bist, dass du gleich tot umfällst, wäre es besser, wenn du dich hinlegst. Oh mein Gott, die Octolinge greifen an! Wir sind auch hier nicht ins Platoon. Ich hol den wieder nicht ein! Doch! Ja, komm! Näher! Musst du nicht eigentlich mit dem Bumerang außen werfen, damit er paralysiert ist und dann im Rennen? Ja, aber ich muss ja erstmal hinten an ihn rankommen, damit ich ihn doch angreifen kann! Jetzt sehen wir eine kaputte Kamera. Auch einer der schlimmsten Feinde im Spiel. Dann stehst du am rechten Ei. Und irgendwann kommen irgendwelche seltsamen Sachen, die du dann postest. Und dann wissen wir, ah, ist eingeschlafen. Siehst du, ich schaff das dann nämlich nie. Link! Interessante Überraschung sein könnte. Nein! Ich schaffe da fast. Komm noch einmal. Die sind eigentlich nicht der gefährlichste Gegner, aber einer der nervigsten Gegner. Hm. Und Mac freust dich auch auf Breath of the Wild. Kommt drauf an, wie Minecraft halt ich das hier. Meinst du, wie sehr man da craften muss. Ja. Ich möchte die Magieleiste wieder. Ich glaube, du kriegst eine Magieleiste. Hat er ein paar Herzen gedroppt? Ja. Stand aber erst auch 2017 im Kauf. Ja, es wird sehr wahrscheinlich zusammen mit der NX wird das alles released. Kusches Griefes, ich hasse diesen Sack. Das war auch witzig. Erstmal haben die gesagt 2016 und jetzt ist es 2017. Aber... Ja, es war eigentlich anfänglich nur gedacht, dass Breath of the Wild für die Wii U kommt. Ja. Aber jetzt, da scheinbar die NX fertig ist soweit, wollen sie jetzt halt warten, bis sie draußen ist und dann sehr wahrscheinlich Breath of the Wild als Release-Titel. Ja, nur als Bundle. Benutzen. Ja. Navy, könntest du bitte mal anvisieren, wäre ganz nice und so, you know? Ich gebe das Navi zurück, das ist voll kaputt, ey. Es ist natürlich im Arsch. Also, wie soll ich hier bitte die besten Szenen rausschneiden? Dann müsste sich das einer angucken und müsste gucken, welche Szenen gut sind. Das dauert aber ein paar Wochen, bis das Ding repariert ist. Ein paar Wochen. Ich will Neues. Also, dieses Modell wird leider nicht mehr produziert. Was müssen wir so wie Motion-Modell Modell holen? Ich weiß noch, das ist halt so ein GameCube-Modell.
Oh Gott, Beeilung! Boah, hey, den Skin. Ja. Gut, zur Hölle bin ich denn jetzt schon wieder? Irgendwo in einem Wald. Wie gesagt, das willst du nicht wissen. Da sind wir bestimmt auch schon mal durchgelaufen und wir wissen es nicht. Weil es auch nicht riechen können. So, wir sind schon fast am Ende. Ist doch gut. Wie gesagt, wir sind sogar schon am Ende. Ist doch gut. Mach noch einen Bus und dann hast du wenigstens noch was erreicht. Na, wenigstens hat der Dungeon ein Herz für den. Nein! Nur die Gegner sind nervig. Haben schon wieder dein Schild geknuspert. Ey, Neffi will nicht mehr anvisieren! Ja, die ist kaputt. Ey, komm rauf, Schleim. Knabber die Navi an, das ist schlauer für uns. Besser für uns. Jetzt weiß ich, wie es in einem Wal aussieht. Genau. Dank Nintendo wissen wir jetzt, seit Ocarina of Time, wie es in einem Wal aussieht. Ach, verdammt. Naja, bei Banjo-Kazooie hast du auch noch mal so. Was hast du da? Da kannst du auch rum. Ja, in so einem Robo-Wal-Dings. Genau. So Cyborg-Dings. Ich muss aber sagen, Tui gefällt mir um einiges besser als Banjo und Kazooie. Kommt ja auch wieder so ein neuer Titel. Können aber dann die Banjo halt nicht. Halt jetzt mit so einer Echse, glaube ich. Wow, ich habe ein fucking Deko-Schild. Ja. Sieht aber richtig gut aus. Mhm. Ja, aber wie gesagt, sieht den Strauß vermäßig halt. Ich mag halt so. Ja, ich weiß, aber sie können das ja nicht machen. Ja, und jetzt ist Pedro einfach zu fett. Sie werden nichts mehr mit Benjo machen, nachdem sie da das mit Nuts und Bolt so versaut haben. Ja. Und Benjo so misshandelt haben. Hey, die tun doch jetzt schon Conker misshandeln, also. Von denen höre ich auch nichts mehr irgendwie. Danke, Microsoft. Um echt zu sein, Microsoft hat alles kaputt gemacht. Okay, bis jetzt noch nicht Minecraft. Das ist aber an sich auch immer schon die Version. Bis sie halt immer gefixt wurden. Und Minecraft ist im Moment halt langweilig. Bei Minecraft hast du wenigstens noch den Vorteil, du kannst die Version wieder also auf die Version zurückspringen. Naja, es gibt jetzt ja neue Blöcke und ja. Es gibt auch Eisbären. Ja. Ja. Es wäre mal toll, wenn die mal wieder mehr treppen. Weißt du, du hast mehr eigentlich so. Neue so, Blöcke. So Treppen. Zum Bauen. So Treppe. Weißt du, so vielleicht so eine Teppichtreppe. Das wäre doch mal toll. Oder Teppich generell mal auf Treppen legen. Oder ein bisschen mehr angewinkelte Blöcke, damit du bessere Rundungen bauen kannst. Oder mehr Minecarts. Das ist eigentlich so. Minecraft ist ja auch mehr so. Nicht vergessen, Minecraft mal auf eine neue Engine packen. Anstelle von Minecraft 2. Wie gesagt, das Spiel, also Minecraft, die Minecarts regen ja eigentlich auch an Minen und so zu. Wird aber nicht mehr so gemacht, weil du andere Möglichkeiten hast. Der Skulptur hat dich verarscht. Ich komme aber Nani, anders nicht dran. Das Navi ist kaputt. Ihr bringt es ja nicht, ihn da anzuvisieren, da muss ich ja frei. Ja, aber ihr kennt sie vielleicht mit irgendwie der Z der Kamera, weißt du, aber die Kamera ist kaputt. Ich weiß, dass man so seitlich dran macht, warum. Ich muss das nur links machen. Ja.
gerade jetzt nicht so. Wann wollte heute denn überhaupt mal was? Schon mal wieder. Wenn ich schon. Müde. Ja. Sie ist so stinkig. War mal ja gegen Richtung. Ja, soll der Bumerang. Ja, der fliegt auf einmal in die falsche Richtung. Navi hat irgendwas. Der Navi hat so über die andere Seite. Da fliegt er wieder in die entgegengesetzte Richtung. Also Navi hat irgendwas mit dem Ding angestellt. Ich komme nicht dran, ich werd wahnsinnig. Das ist auch. Gibt auch noch weitere andere auch in der Skull vielleicht. Boss Battle! Boss Battle. Ja. Das Ziel ist ja hier nicht, alle 100 Skulltulas einzufahren. Nee, sie will ja eigentlich nur normales Spiel durchspielen. Ja. Böse Glitchfee. Ich kann hier gerade nicht helfen, dann müsste ich aufstehen. So, genau, das haben die 100 Pro in Pokémon dann übernommen, das Vieh. Nur Pokémon-mäßig ein bisschen gemacht. Ende. Was Pokémon angeht, jetzt nicht drüber reden, weil Black möchte nicht gespoilert werden. Okay. Jetzt aber trotzdem. Lass es euch fragen, wie ist das Vieh? Farinade. Ja, kannst du dir später in der Aufnahme dann nochmal genauer ansehen und dann pausieren. Ouch. Dann versuch es gleich direkt anzufallen. Bei Kamera. Nein, ich bin Kind bei Navi! Okay, ich sterbe. Du hast doch mit Fee, oder? Ja, aber Navi killt mich gerade. Die killt die aber voll dermaßen, ey. Ey, das wäre auch ein geiler Moment in Zelda, wo man gegen Navi kämpfen muss. Und so, ah, das wollte ich schon immer. Aber dummerweise bringt der Navi alles zum Bagen und so. Und dann verliert man. Hier ist uns halt überlegen, das ist scheiße. Ein Schlückchen. Und she did it. Oh, von Users. Oh, was ist zu laut.
Dafür kann ich nichts. Das passiert mal, wenn man mit dem Ding kämpft. Mit dem Ding, du hast eher mit Navi gekämpft. Ja, das meine ich. Ja. Navi killed me. Oh, jetzt kommen noch Navi 2. Nee, Navi 2 haben wir schon abgeschlossen. Das ist Navi 3. Achso, okay. Navigationssystem 3 Kirby, 2016. Nein, Ruto ist Navigationssystem 3, Navy ist immer noch Navigationssystem 1. Ich kann's nicht zurückgeben, haben keine Umtauschgarantie. Dekobaum ist nicht mehr da. Wie geil. Ich möchte die Blaubeeren. Und deine Mama gefunden? Die hast du einfach noch Blaubeergeschmack. Ja. Yes, ist besser. Waldmeister, Erdbeere und Blaubeere ergibt Zeitportal. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Vergiss die Fee nicht. Da komme ich nicht hin. Natürlich, jagst du einfach in die Luft. Ich glaube, die Fee war doch gar nicht hier bei einem Stein hinter mir in die Luft jagen. Doch. Das ist, glaube ich, dann die Teleportationsfee mit dem Dungeon-Zauber. Die letzte ist halt dann bei der Wüste. Einmal Teleporter, please. Eigentlich Waldmeister. Also ihr wurscht. Meine Damen, ich möchte Sie daran erinnern, dass solche Anwandlungen gegen Kinder eigentlich gesetzlich verboten sind. Naja. Meist wegen ihren spitzen Tüten. Ja, ich kann mich aus Orten teleportieren. Hurra! Yeah. Der Schutz, der niemals funktioniert, gibt es dann halt beim Wissenshandel, glaube ich, ne? Also, bei mir hat der Schutz immer sehr gut funktioniert. Bei mir hat wiederum der Teleportationszauber nicht funktioniert. Nee, Black, ich glaube, ich kann dir dann ihre Nummer nicht geben. Nee, das Problem ist, jedes Mal, wenn ich den Schutzzauber verwendet habe, habe ich trotzdem Schaden gekriegt. Von den Feen gibt es sehr viele. Die haben alle spitze Töten. Ja, außerdem musst du dich genauer... Wie viele gibt's? Fünf oder sechs, glaube ich. Also drei von der Art und dann halt noch eine... Zweimal Magie. Zweimal Magie, dreimal halt von dieser Steinchenart. Fünf, oder? Müsste hinkommen. Warte mal, welche haben wir? Sechs, dann noch die Panzerfee, die deine... Stimmt. Die gibt's auch noch. Sechs, damit wir halt auf diese Zahl kommen. Warum?
Die Sache ist die, Die gibt jeden ihre Nummer. ihre Nummer zu kriegen ist nicht gerade sehr einfach. Und ich bin leider noch nicht wirklich Sex Appeal enough, wurde es. Ich sag dir eins, bei Camilla ist nicht cool genug, um ihre Nummer selber zu haben. Genau, ich will nur sagen, die Camilla, wie soll ich sagen, mit der Camilla ist man besser beraten. Moment, reicht das mit dem Jump von hier aus? Jump. Nein. Na egal. For the glory of chickens! Was? Natürlich ist es nicht Black. Hm? Ist immer was Neues. Ich glaube, Beck hätte da noch ein Wörtchen mitzureden. Natürlich wird's wieder dunkel. Kannst du den Fröschchen schon mal ein paar Lieder vorstellen? Nee, das machst du. Obwohl, jetzt ist 23 Uhr, ne? Langsam mal Schicht im Schacht. Wieso? Ich dachte, wir gehen jetzt noch in Hurl Castle rein, machen den Scheiß fertig und können dann morgen gleich losstarten. Yeah. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass du lesbisch sein musst. Das ist einfach nicht cool genug. Link ist nicht cool. Pickertink ist nicht cool genug für sie. Du kannst nur mal versuchen, wenn sie erwachsen ist. Ey, es, wie alt ist da Pikating? 11 oder 13? 12 wird geschätzt. 11 12, 13? Nein, 11 oder 12 wird geschätzt. Na komm schon, blink, 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 blink! Bitte? Ja, der Witz ist dann, der, für die, wo er sich halt dann interessiert, die wird er sich auch nicht bekommen, weil sie ihn dann wieder zurück in die Vergangenheit schickt. Das ist der ewige Kreislauf. Verstehst du, immer wenn der. Er kriegt das Mädchen nie. Genau. Das ist halt traurig. Das ist ja nicht schlimm, Blake. Es ist wie du schon gesagt hast, es ist 23 Uhr. Mein Gott, das wird dumm. Also, ich sag, du bist bei YouTube-Videos. Nein, schick mich bitte nicht wieder zurück in die, als Kind. Zeit zurück, bitte nicht. Wenn ich lebte in die Schule und so. Und dann ist sie, glaube ich, sogar am Ende wirklich mit Kanon zusammen. Ja. Ich glaube, ich bekomme es oder nicht. So, jetzt kommt das, was wir schon geträumt haben. Wer lässt eigentlich überhaupt die Zukunft runter? Wahrscheinlich irgendwelche Wachleute, den Imba-Zug gegründet hat, sollen mal die Zukunft runterlassen. Aber eins kann man sagen, da kann Zelda weit werfen, das Schwert nicht. Genau, so. du musst auch den Gewichtsunterschied mal berechnen. Lang. Erstmal die falsche Richtung zeigen. Weißes Pferd? Welches weißes Pferd? Ich bin farbenblind. Schwarz und weiß kannst du immer noch erkennen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich weiß, ob das Pferd wirklich weiß war oder andersfarbig. Ja, stimmt eigentlich auch. Es können ja auch einen helleren Ton haben, ne? Hab mich hingesetzt. Einfach mal hinsetzen, weil... Du bist Ganon! Weil es ist keine Farbe. Das ist das...
War schwarz oder weiß das Fehlen von Farbe? Schwarz absorbiert Farbe, weiß lässt Farbe durch. Also weiß ich nicht mehr. Schwarz ist. Schwarz frisst Licht. Das ist alle Farben. Ja. Ja. Nee, naja, wenn man alle Farben weglässt, bleibt die Dings, glaube ich, weiß. Ich glaube, schwarz ist dann das Fehlen von Farbe. Zeit für Musik. Ach, stimmt ja, das Lied muss man ja auch den Fröschen vorspielen. Ich weiß, was mit dir in 7 Jahren passiert, Schätzchen. Du kannst mich nicht täuschen. Ich glaube, das ist eins der wenigen Lieder, die auch den A-Knopf verwendet haben. Eins der memorabelsten Songs von ganz Legend of Zelda. Dann spielt man den Song rückwärts, kann die Zeit verlangsamen. Ja, aber nicht in Ocarina of Time, nur in Majora's Mask. Findest du nett, dass man direkt vor die Zugbrücke teleportiert wird? Praktisch. Und zeitsparend. Yep. So, dann machen wir jetzt noch schnell das Easter Egg, reißen kurz durch die Zeit und dann ist Schichtenschacht. Muss noch ein wenig weiterlaufen. Steuerung. Geh fu. Geh was? Pass auf, da ist ein alter Mann. Der will ihn verlaschen. Warum für gehindert du hast die ganze Zeit da gegammelt. Oh, ich glaube, die Katze hat auf der Tastatur rumgekloppt. Er ist eingeschlafen. Er versucht es aufzuhalten, indem er mit den Typis von Gardendorf eintrinken geht. Hat die funktioniert? Ja, stattdessen hat der Agent von Gardendorf, der bei den Wasen ist, die Brücke weiter aufgehalten. Normalerweise sollte sich nämlich die Zugbrücke wieder schließen. So, jetzt müssen wir hier die Perlis ablegen, um den Supergeschmack zu erzeugen. Sie verwöhnen ihn und gerne dürfen. Jetzt möchte ich meinen Milchshake. Mit welcher Geschmackssorte? Waldmeister, Erdbeere oder Blaubeere? Hätte gern Blaubeere. Blaubeere. Eigentlich wurde die Zigarette nur geschaffen, um die perfekte Geschmacksrichtung zu kreieren.
Deswegen müssen wir dann in der Zukunft noch die Zusätze finden. Ja. Mein Gott, Link, guck, was da ist. Da gibt's auch, noch den Orangengeschmack und so. Orange, Himbeere. Was gibt's denn noch? Äpfelchen. Genau, Äpfel. Apfelgeschmack. Genau. Zuerst müssen wir den Apfelgeschmack retten. For the glory of chickens. Zieh raus das Ding. Ich hab mein Butterbrotmesser. Ich dachte, du hättest endlich ein Schwert und legst das Butterbrotmesser beiseite. Das ist aber ein Käseknife. Hello. So, jetzt klaut der Kerl unsere Geschmacksrichtungen. Ich mag's immer noch, dass Gandalfs Ohr so komisch absteht. Ich mir dachte, befindest du alle drei Hauptgeschmackssorten. Das mich zum grandiosen Geschmack geführt. Wie, wo, was? Ich glaube, ich habe mich mit Milchshake abgesoffen. Ey, ey. Blaubeere war echt gut. Geschmack. Blaubeere war echt gut. Wo bin ich? Ist aber nicht die Milchbar. Apfel? Hä? Oh, Orange. Erstmal gibt's Vanille von ihm. Der Vanillegeschmack. Apfel. So, Vanille. Ich habe das gebaut, um den perfekten Geschmack zu kreieren. Ich wusste nicht, dass Blaubeerei macht. Ja, jetzt weiß ich es. Ach, Ganondorf will mir die beste Rezept klauen. Ja, Ganondorf ist ja halt Plankton, ne? Na, ja. Hilf mir, die Geheimzutaten zu bekommen. Ich bin Vanille. Das hört sich an, als hätte man Quietschi. Ja, aber jetzt nicht unten in deiner Hose starren. Das kannst du später. Ich glaube, wenn du kiloweise Blaubeere isst, dann wird's dir nicht gut gehen. Er darf niemals den vollkommenen Geschmack bekommen, sonst ist er der reichste Spieler hier auch in Hyrule. Na ja, ja. Kann ich dann sehr viele Vasen kaufen. Genau. Wo wir einst von den Vasen pleite gegangen sind. Durch die Vasenpleite gegangen sind. Ja. Der Geschmack soll uns wieder zu Ruhm und Reichtum führen. Und Vasen. Einfach nur. Genau. Er hat die Geschmacks. Er will die Geschmacksrichtung Großmeister des Bösen kreieren. Und diese Geschmacksrichtung 7 Weiß. Meine Vanille, mein Geschmack Vanille findet kaum noch Abnehmer. Deswegen musst du die anderen aktivieren. Die anderen Geschmacksart finden. Aus die Kraft der Geschmacksrichtungen. Bist der Träger des Geschmacks ausgewählt. Der trage nun meine Vanille macht. Erwecke die anderen Kräfte der Weisen und eine so den Geschmack. Man merkt, es ist spät. Vanille! Nille! Könnte natürlich eigentlich auch Zitrone sein, ne? Ja, oder Zitrone. Nee, es ist eher Nille. So, wir haben Vanille erhalten. Finde die anderen Geschmäcke und rette Hyrule. Oh Mann. Geschmacksknospen mal. Ja.
Natürlich dürfen Erwachsene keine Steinschleudern verwenden. Gehört sicher nicht. Wenn das nicht mal einer der besten Smash-Charaktere ist. Hi, Sheik. Aber das ist ja... welche Sheik ist das aus... Sheik ist immer aus Ocarina of Time. Das Design, meine ich. Ja, in Melee ist es das Ocarina of Time Design und Brawl und Smash 4 ist das Design ein bisschen angepasst worden. Zurzeit ist aber immer noch das Original. Oder besser gesagt, ich glaube Smash 4 ist sogar das Göttin Design... Göttin der Zitrone oder ein Göttin der Orange. Ist das Design sogar ein bisschen Hyrule Warrior Mix? Also, dass er halt einen längeren Pferdeschweif hat. Ja. Was er hier eigentlich nicht hat. Das sind die Konditor... Nein, wie nennt sich das? Nachdenken, was könnte... Was könnte das sein? Ich rein theoretisch müsste ich, jetzt kurz aus der Halle rennen, nochmal reinhängen, damit sie mir das Lied der Lichter gibt. Mach's morgen. Die fünf Geschmäcker. Eine in Apfeltempel. Oder Melone. Aufgrund dieser, des mächtigen bösen Geschmacks. Ja, ja, Frau, beruhig dich mal. So, aber jetzt ist Schicht im Schacht. Genau. Böse Geschmack hat sie eingesperrt, Tempel. Ja. Genau. Von daher, bedanke fürs Zusehen und dann bis morgen. Tschüssi. Tschüss und eine gute Nacht.